Alter, der backt hier rum. Und das sage ich nicht, weil er ein Käfer ist. Würde ich so behaupten. Das hier. So, das sieht so aus, als ob man pflücken können sollte. Ich muss mich erstmal hier flicken, Jungs. Aber schaut mal in Ruhe. Geht in Ruhe scouten, alles easy. Sterbt nur nicht, will ich damit sagen. So. Waren jetzt eigentlich die beiden Wachen noch da? Nee, die sind gegangen, wa? Die beiden Typen. Ja. Mit dir, okay. Das ist ich glaube nicht, dass wir in Levant was losgetreten haben, aber... Ja, also hier sind jetzt noch mehr von diesen komischen Käferviechern da. Also diese Wir-schießen-Käferviecher. Ich komme langsam angestüsselt. Aha, ja, da in der Wüste. Mhm. Wollt ihr die auch noch klatschen, oder? Na, ich würde gucken, dass wir halt einen Dungeon hier mitnehmen. Wenn die da im Weg stehen, dann nehmen wir die natürlich. Wenn nicht... Ja, es sieht mir so aus, als wäre das große da oben, als wenn man da... Das ist der Eingang, ne? Zum Eingang zu einem Dungeon wäre. Ja. Ja, dann lasst uns die kleinen kleppen. Vielleicht macht ihr die auf Range, ich gehe da nicht ran, weil Melee kassiere ich einfach zu viel. Das macht gar keinen Sinn für mich. So, ich chill hier, ich dreh Däumchen, ich esse einen getrockneten Pilzriegel, ich trinke noch einen schönen Tee dazu und ihr regelt das auf Range. Ne? Jeder hat Stärken und Schwächen. Die Viecher sind meine Schwäche. Ja, im späteren Verlauf geht es bestimmt auch solo. Wenn du ein Bild wirklich hast, ne, so wie Julian sagte, also als Magier, wenn du so wie er jetzt equipped ist, könnte er das ganze Spiel auch alleine durchspielen. Aber da hinkommen ist halt erstmal die Bosse, die wir geklatscht haben. Das wäre solo. Ja, gegen die Bosse ist es schwierig. Das, aber stirbst einfach. Normale Gegner. Ja. Deswegen. Und, oh ja, der Anfang war auch hart, trotzdem wir zu zweit waren, weil man muss auch erstmal viel lernen, natürlich. Was ich gut finde, das ist ja auch das Schöne an solchen Spielen. Erstmal das Spiel lernen in Rollenspielen, weißt du? In die Welt sich einfinden, gucken, was abgeht, wie funktioniert was, wo machst du was. Das ist ja auch geil. Macht halt aber natürlich schwerer. Ja. Da ist noch einer. Ja. Auf jeden Fall aber enjoyable. Also wenn ihr das mit einem Kumpel zocken wollt, Attacke. Wenn ihr sagt, ja, Bock drauf. Combat ist ein bisschen clunky, es ist jetzt nicht so krass refined wie zum Beispiel in Dark Souls. Oh, die explodieren noch! Okay. Ja, die Käfer. Oh. Ich hab irgendwas mir eingefangen von denen. Infestation. Warte, ich hab. Ich hab Allheilmittel, willst du? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht, wie man das heilen kann. Hier, versuche Allheilmittel. Ja, das ist ein bisschen Overkill, oder? Achso. Soll ich mal schnell nachgucken wegen Infestation heilen? Ich hab 15% Health and Stamina Burden Rate, 100%. Ja. Wie lange hält das? Es steht keine Zeit dran. Dann ewig. Ja, nimm Allheilmittel, alles gut, Alter. Ich hab noch in der Bank welche. Und nur verkaufen wir welche. Snack dir das. By the way, gestern mal mit meiner Freundin den Worms-Fail gesehen. Guter Mann, sehr gut. Ja, ja, die Uploads sind da gekommen, was Worms angeht. Es war so lächerlich. Ich habe mir das ja auch nochmal angeguckt beim Schneiden. Das war einfach geil. Danke dir auf jeden Fall fürs Reinschauen, ne? Und an der Stelle auch an alle anderen, die auf YouTube immer mal vorbeischauen. Ah, es freut mich. Es freut mich, wenn ich da sehe, Leute schauen zu. Gibt Views, gibt Watchtime. Finde ich immer nice. It fills my heart with joy. Da nicht. Removed. Irgendwann bekommst du vielleicht auch mal Geld. Removed with steht hier Extreme Poison, Fungal Cleanser, Panacea und Poisoned. Ach, das Obtained ist eine normale Captured by the Hive. Achso, oh, hätte ich auch. Man muss sich selber poisonen, damit man dann da reinkommt quasi. Ah. Interessant. War nicht schlecht. Ancient Hive. Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Ja. Gott, Leute, Alter. Selbst mit der Mine, naja, und am Rand dieses riesige Benzinfass, dieses Feuerzeuggas. Ist ja für die Würmer so riesig. Ich finde auch geil, irgendwie Alter. Witzig, du hast gerade vorgelesen Ancient Hive, ne? Ja. Hm? Hier im Deutschen heißt es alter Schwarm. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wieso da Deutsch ist. Schwarm ist. Eigentlich nicht, das ist das Nest. Eigentlich ist es Nest, ja. Ich frage mich auch gerade, wieso stand da Ancient... Vor allem würde ich das mit Antik eigentlich überlegen. Oh, Käfer. Ja, wir werden belagert. Feuer auf die Waffe. Habe ich nicht dabei. Eis auf die Waffe. Darf ich mal... Achso.
Ach. Da kämpfen irgendwie Käfer gegen einen Mantis. Irgendwas. Mantis. Gut, ich hau einfach Sachen rein. Ja, gib einfach. Wir töten alle, die überleben. Das klingt so falsch. I'm sorry, es klingt so falsch, aber ihr wisst, was ich meine. Da kommen noch mehr. So ein bisschen Genozid zum Mittagessen. Mhm, quasi. Ich gehe mich mal ein bisschen umschauen. Aber mir fallen jetzt diverse sehr schlecht, sehr, sehr politisch verwerfliche Witze dazu ein. Mhm. Die lasse ich mal lieber. Mhm. Don't. Ja, genau. Das sind so Punkte. So. Ich loote meine Zeit, weil das ist wieder was, da kann ich sowieso nicht so viel machen. Ich sterbe nämlich nur dabei. Ich loote mal hier oben, also hier müsst ihr da nicht vorbeikommen, alles easy. Ja. All it gesnackt, hier geht's auch wieder runter auf der anderen Seite. Ich habe ein bisschen Übergewicht, aber das kriegen wir schon gleich gedroppt. Da unten läuft auch noch was an Gegnern rum. So. Was bist du denn jetzt? Ich bin wieder unten. Ihr braucht nicht hochgehen, ich habe oben gecheckt, alles easy. Ja. Hier hinten ist Palladium. Interesting, interesting. Die Käfer haben Öl mit dabei. Ja. Das ist nice. Okay, okay. Ich wünschte, die hätten andere. Also ich finde es auch so lustig, der Käfer hat Käfer auf sich. Also irgendwie wirkt das nicht ganz richtig. Aber das sieht so aus, als ob man hier durchkommen sollte. Das ist gemein. Okay, oben ist noch ein Käfer. Oh, hallo. Oh, hallo. Oh, oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Hier kommt man durch. Okay, also hoch und doch runter. Ich dachte, das wäre halt hier irgendwie connected, aber ja, okay, ihr müsst doch hoch, um dann runterzukommen. Oh mein Gott! Ich sehe ihn rennen. Moment, da kommen wir hin. Herr Nige, da kommen wir nicht hin. Doch, hier lang. Nee, aber man kommt einfach. Okay, da sind überall die Dornen. Warte, ja. Ich glaube, ich kann trotzdem helfen. Oh, Agro, okay, jawohl, du hast Agro. Oh, warte, kann ich hier so lang? I cannot! I am screwed! Ich muss mal kurz hier. Alles gut, alles gut. Kein Fall Damage. Ich komm zurück, fuck the shit. Wir können jetzt den anderen Weg gehen, ganz entspannt. Ich dachte halt legit, dass das connected. Wisst ihr, wie ich meine? Gott, da keine Ahnung, ja, bleib hier. Mal schön da, so. Bring die nicht mit, bleib da. Nein. Ich bring die mit. Ich mach hier Amazon Same Day Delivery. Vielleicht kommen die auch gar nicht, okay. Hat das bei euch jemals funktioniert? Ich habe es 2-3 Mal ausprobiert und es kam immer 2 Tage später an. Same Day Delivery? Echt? Doch, hat schon funktioniert, ja. Nö, also ich weiß nicht, hab ich nie benutzt irgendwie. So was dieses. Da jetzt oben? Nee, ich wollte gerade sagen, also wollt ihr erst da lang? Können wir auch machen. Wie ihr lustig seid. Es war ein bisschen scary. Aber gut, ich hatte auch kein Licht. So, wir können irgendwas klatschen. Ja, okay, dann gehen wir da lang. Rero, du gehst vor, leuchtest den Weg. Leuchte mir den Weg. Ich trinke in der Zeit mal was. Konsumiere mal ein paar Tränke, dass das Overweight hier mal vorbei ist. Hab ich noch was zu essen? Ich glaube, ja. Ja, so, aber Pflanzen, okay. Genau, das. Hier ist ein ausgehöhlter Baumstamm. Genau, das meine ich. Das Loot ist alles schon weg. War leider unspektakulär. Und dann geht's hier runter und ich dachte halt, ne, hier an der Stelle dachte ich, ja, easy, das connected irgendwie zu euch rüber. Nee! Ja, sieht doch so aus. Es ist. Nee, warte, geh du mal vor. Es ist, Wo lang? Fuck. Hier runter? Hier runter. Da ist Palladium da hinten. Hat jemand eine Spitzhacke? Ja, ne, Rero, du hast. Sehr gut. Ah, Mord und Totschlag war hier plötzlich. Apropos, vielleicht haben die sich gegenseitig gekillt. Ah, nevermind. Artillerie? Oh Gott, die Helldivers Flashbacks. Verdammte Artillerie. Got him. Da sind noch 2 von diesen Krabbelkäfern. Krabbelkäfern von diesen Käferviechern. Da ist auch noch was anderes. Ja, so ein Dicker. Ich würd maximal Backstep wieder versuchen. Ich glaube, ich habe Agro. Bitte ignoriere mich einfach. Die Käfer kommt zu euch, die er schießt. Ich habe Agro. Oh, deine Mutter ist eine nette Frau. Ja.
Erst den kleinen, würde ich sagen, dann können wir uns auf den großen konzentrieren. Mhm. Außer der große macht Stress. Kleiner down. Große steht. Nicht mehr lange. Der große ist auf jeden Fall gepoisoned. Ja. Ich hab Schwarmbefall eingefangen. Schön. Alter, der backt hier rum. Und das sage ich nicht, weil er ein Käfer ist. Oder Käfer in sich trägt. Get staggered, son! Alter. Hat er was Gutes? Nee, Trash natürlich. Vorsicht, Käfer. So, jetzt habe ich Schwarmbefall selber. Wie war das? Ich trinke... Nee, ich müsste mich selber vergiften. Kannst dich selber vergiften. Das wäre das, aber ich glaube, kostengünstigste. Wie kann ich mich vergiften, ist die Frage. Du könntest ein bisschen LOL spielen. Ich glaube, damit wird man aber eher salzig. Auch wenn es sehr toxisch ist, natürlich. Ja, gut, okay. Ich muss mal gucken. Genau, dann können wir hier runter und gucken, genau. Hier ist nochmal Eisenader. Oh, nimm mit. Das Loot. Wir legen Tote. Gegengift. Kaktuskuchen. Mhm. Boah, ich... Obwohl, ich bin sowieso Palladium. Overweight. Nimm du mal mit. Ich hab sowieso... Heilt Infektionen, warte mal. Hier ist eine Träumerbrust. Und dann ich muss ein bisschen umverschieben. Wenn ihr irgendwas braucht oder so an Platzmäßig, sagt ja, hier hast du Bock. Ich habe 10 Pfeile, ich brauche keine 10 Pfeile. Ja, die kannst du mir gerne geben. Ich habe hier auch noch Shitmang, oder? Warte mal. Ich habe übrigens noch 2 braune Gewürzkäfer und 2 Kieskäfer. Ja, Kieskäfer. Ansonsten Larvenei habe ich auch noch 8 Stück, wenn du willst. So, ich habe hier mal Shit gedroppt. Wenn du da was rausmachen kannst. Den kannst du nehmen, Ronny. Ja, die kann man tatsächlich als Ei-Substitut für Dinge benutzen. Ich kann mich nicht vergiften, ne? Ich kann mich nicht vergiften. Scheiße. Ah, Crap Baskets. Ja, gut, okay. Ja, hier, nimm mal alles gerne mit. Gegengift hilft halt nicht. Ich würde sagen, ich kümmere mich nach dem Dungeon ums Cleansen. Denn ich krieg die Seuche bestimmt nochmal ab. Ja, die, ja. Also was die macht, also siehst du ja selber, was da so der Effekt dafür ist. Mm. So, jetzt müssen wir hier runter und jetzt müssten wir irgendwo auch gleich wahrscheinlich nochmal, kann ich mir zumindest vorstellen bei dem Spiel, Bossfight? Den Gegner kommen. Ja. Guck mal da unten, grün und leuchtend. Das könnte ein Boss sein. Ja. Drop. Ah. Überprüft, ob man... Oh no. Ich bin gefangen. Nein, das sieht auch, das ist ein weirder Ausgang. Eislappen. Wo hast du was ordentlich, wo hast du was gesehen, was grün leuchtend ist? Naja, hier unten in der Mitte. Achso, läuft da jetzt aber gerade nicht mehr. Da lasse ich den einen mal aus den Augen, den Jungen. Und dann haut der ab. Hier ist ein normaler. Schickt seine Käfer wieder. Pull den mal zu uns. Oh, ja, jetzt kommt der andere, jetzt sehe ich den anderen. Aber der ist noch nicht so in Abbruchstimmung gerade. Okay, noch nicht. Oh? Da unten. Der ist hier rechts lang, Richtung Süden, quasi. Hier ist eine Leiche. Fleisch. Geil. Hat noch Stiefel. Der andere jetzt schon tot, der Kleine? Ja. Der lebt so nicht lange. Da ist eine große Kiste. Ich hätte gerne diese... Oh, schön Aggro. Jawohl, schön Aggro ziehen. Hatter Backstab. Die Käfer machen Schaden. Holy shit. 1/8 Damage instant. Ich kann da nicht rangehen. Oder ich sollte nicht, wenn ich Aggro habe. Der ist tot. Sauber. Vorsicht, die Käfer. Die explodieren wahrscheinlich. Ja. Und die folgen. Die folgen immer noch. Okay. Vielleicht kann man die auch irgendwie blocken oder so, keine Ahnung. Kieskäfer, heimgesuchte Erinnerung, Giftbombe. Kieskäfer nehme ich. Alter, wir werden uns so killen mit der Giftbombe. Oh, ist hier geiler Scheiß. Abolit. Großer Smaragd, Stahlsäbel und Besessenheitstrank. Ja. Ja, ne, mit, gönn dir. Gönn dir. Ja. Ja. Das bringt alles Kohle. Die kannst du gebrauchen, mein Junge. So. Auf jeden Fall. Also in dem Video, was ich gesehen hatte zum Thema Neo Sirocco aufbauen, ist halt echt so, ja, also unter 500 brauchst du da erst gar nicht losgehen, unter 500 bei bauen. Hier sind ja.
Achso. Krimpnisse ist so für Alchemie. Ach, erstmal mitnehmen und dann später aussortieren. Ich hab genommen Jules. Ja. Machen wir später. Easy. Ich hab noch Regeneration vom Food, das ist okay. Tank, geh mal vor. Tank. Let's go! Hallo! Ich kann nach vorne durchrollen, Alter. Ah! Ne, ich kann gar nichts. Junge. Ferne austauschen. Wandelnder Schwarm. Sternpilz nehmen, einfach erstmal nehmen. Was ist hier? Plündern, Wandel. Okay. Bäumchen. Die Frage ist, kommt man hier hoch oder ist das eine Sackgasse? Weil irgendwie müssen wir ja zurückkommen, wir sind ja gedroppt, ne? Ah ne, man kommt hier hoch. Okay, nevermind. Angriff, Gift. Aha. Ja, alles mitnehmen. Aber hier war jetzt nichts mehr, ne? Nur nicht so. Hier hat nur so Steinmantis. Und hier ist ein Kann Weg dann. Runter? Hier ist ein Kann Weg. Ich kann ihn leider nicht anvisieren. Na, jetzt. Müsste Poison sein. Ja. Oh, come on! Der dreht sich nochmal um, der Sausack. Na gut, der verbrennt. Ja. Einfach alles mitgenommen. Hier war das, ne? Ja. Alright. Schlechter als geplant. Was will man machen? Ja? So, ich nehme nochmal einen Tee. Hier geht's auch nicht weiter. Da geht's nicht weiter? Oh shit, das sah so nach Weg aus. Verdammter Mist. Das sieht aus wie, ich falle runter und bin hier. Ah, okay. Wahrscheinlich. Dann müssen wir wohl hier wieder zurück. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Weg ist, den man gehen muss, sobald man irgendwo gecaptured wird. Ja, das kann gut sein. Es gibt so ein paar abgefahrene Abteile von Dungeons, in die man dann manchmal geschleust wird. Aber die Masterfrage ist ja, weil wir sind doch auch gedroppt, um hierher zu kommen, oder? Ja, aber wir sind nur den ersten Weg lang gegangen. Ah, wir haben okay. Ja jetzt noch einen zweiten. Also, genau. Komm hier von stimmt, links. Stimmt. Genau, ja. Du hast recht. Wir hier lang. Jetzt kann man hier noch hoffentlich wieder hoch. Vielleicht auch zum Haupteingang. Hier ist nochmal rechts. Flusswasser. Nee. Also, wenn man es wirklich nötig hat, ja, aber. Aber nee. Hier ist Eier, die von der Decke hängen und Käfer. Ich hab nicht erkannt, dass der in meine Richtung gedreht ist. Come on, attack. Oder tanzt du nur mit mir? Er tanzt nur mit mir. Okay. Ah! Shit. Aua. Er ist poisoned, immerhin. Oh, das war bad, Alter. Holy shit. Sauber. Danke, Jungs. Welche Shrooms mitnehmen. Hier ist nichts zum Abbauen. Ja, dieser Confusion-Effekt, der geht mir ein bisschen auf den Keks. Ne? Verwirrung, 20 Sekunden noch. Doch riesig ist irgendwie. So, Fleischtopf. Verbände. Genau, check mal, was da an Loot ist. Gut, sehr gut. Ich mache mich mal frisch in der Zeit hier. Meine Fresse. Hast du noch ein Lebkrauti, Julian? Welches Krauti? Lebkrauti. Wo ist das? Ach, da oben? Nee, ich schmeiß hier hin. War das dieses Lila, ne? Ach, das, Lefweedy, okay, jetzt. Lebkraut. Das heißt im Deutschen ein Lebkraut, ich hab's halt auf Deutsch. Ja, ich auch. Aber es ist für mich macht's halt, ich denk mir, was ist denn das jetzt? Was ist denn das? Klingt schon sehr komisch, ja.
Okay, und hier sind wir Eingang hier wieder. Ist der Anfang. Ja. Ich hab's halt auf Englisch, weil es für mich ein bisschen einfacher ist, dann mit den Spells und dem ganzen Kram auf der Wiki zu erkennen, was ist. Ja, gut. Ja, das ist ein guter Punkt. Gerade mit den Kombinationen in den Runen. Mhm. Okay, also oben sind wir lang gegangen, um da drüben reinzukommen und ja gut, dann sind wir jetzt durch, ne? Ja. Ja. Eine saubere Runde gelaufen. Alter Spalter. Ja, ja. Hat einer von euch noch die Seuche von den Käfern? Nö. Verdammt, ich bin der Einzige. Na gut. Ich weiß auch nicht, wie du dir die eingefangen hast. Ja, ich hab keine Ahnung mehr. Ich war mittendrin statt nur dabei, du. In der Sülze. Ich mach das auch nicht mehr. Das ist, wenn diese Viecher kommen, dann klapp ich irgendwo meinen Campingstuhl auf und dann. Klapp ich den Campingstuhl auf. Und dann chill ich einfach. Hat das nicht funktioniert? Brah. Okay, warte. Kann einer von euch mich abwerfen mit einer Giftbombe? Dankeschön. Ich stell mich mal hier so hin. Nein! Ja, ich bin. Muss ich nur gucken, wie ich die werfen kann. Ja, das. Ich weißt du, ich stelle mich extra an einen Stein, damit das Ding an einem Stein zerschellt. Nee. Er wirft's durch. Alright. Das macht gar kein Team-Damage. Oh. Allheilmittel, fuck it, Allheilmittel. So. Ich laufe ja nicht ewig mit der Seuche rum. Wo kommen wir denn da hin? Guck mal, ich schmeiß die mal wieder hin. Ja, danke. Das macht kein Team-Damage. Was ist denn das für ein... Ist das Assi? Alter. Ja gut, aber eigentlich auch klar, weil ja. Wenn man mal bedenkt, dass wie oft ich euch schon in den Rücken geschossen habe oder ich selber irgendwelche Blitzkugeln in den Rücken gekriegt habe oder so und halt keinen Schaden davon getragen habe. Ist ja richtig. Stellt euch das mal vor, man würde hier noch Friendly Fire anmachen. Also das wäre die ultimative Herausforderung einfach. Nee, das wird, glaube ich, keinen Spaß machen, du. Ich glaube schon, so, aber das wäre dann so League of Legends Next Level, weißt du so. Der einen Partei würde es immer Spaß machen, ja. Definitiv, ja. So, dem Magier oder so, oh, hups. Oder dem Ranger, ja. Bogenschützen. Naja, gut, ich meine, da musst du ja nur, ich meine, wenn du dann halt einen Tank spielst, also bist du ja dann auch selber schuld. Quasi. Ja, klar. Das ist halt logisch. Also, warum machst du noch sowas? Alter, wie assi das wäre. Ist das überhaupt die richtige Aber jetzt würde ich vorschlagen, lass uns auch nochmal auf die andere Seite gehen, da wo diese Horrorviecher waren. Weil da war nämlich auch ein Zelt und wenn mich nicht alles täuscht, ist da auch eine geile Kiste drin. Ja, das ist quasi hier daneben der Punkt, ne? Genau, wir sind jetzt hier, wir gehen hier raus. Okay. Ja, lass uns das machen. Und ich glaube damit auch... Dann ist die Zeit eigentlich auch schon rum. Ja, ja, dann ist es, glaube ich, ein sauberer Abschluss. 20 Minuten, warte mal, was haben wir denn hier? Da sind wir. Achso, nee, warte mal. Ja, das war hier oben. Ja, das war hier so irgendwie rum. Das ist ein guter Abschluss, glaube ich. So, Waffe ist im Anschlag. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir auch wieder runterkommen, vorsichtig. Ja. So, kurz mal runtergeslidet, fast tot, aber es geht schon. Oh, nee, ganz wenig Schaden. Ja. Echt, du hast Schaden sogar noch bekommen? Ja, ganz wenig. War so ein Müh. Das Palladium. Kann man das überhaupt sehen auf der? Ah, so ein Müh. Oh, da vorne ist schon eine Mantis. Was für eine Mantis? Ich glaube, es ist eine Mantis, oder? Es ist schwer zu erkennen durch das Flackern. Das sind Horrorviecher. Entschuldigung, du hast... Ja, die Horrorviecher. Ja. Ich wollte jetzt eigentlich meucheln einfach, aber ihr habt den ja schon. Oh, der Arme. Lustig, wie du der Tote sagst. Das ist nur... Hier, wir mal an. Hier sind doch Kisten hier. Oh, und das sieht nach Höhle aus. Reich verzierte Truhe. Ja, Lager des Makellosen. Das ist unser Homie. Eisenhelle Bade. Das ist unser Homie hier, Leute. Beats Claymore. Jawohl. Ja, damit. Steck ein. Oh, jetzt bin ich auch mal... Dann können wir zu unserem Homie. Ist die Höhle von unserem Homie? Ja, das ist unser Homie, der uns nicht getötet hat. Ja, nice. Der uns sogar Loot oder Stats gegeben hat. Ich weiß gar nicht mehr was. Oder war es ein geiler Rucksack? Alles. Er hat irgendeinen geilen Shit. Ich glaube, du kannst dir also aussuchen. Daneben habe ich zum Beispiel auch diesen Boon, den ich habe. Diesen Segen. Ja. Ist von dem gesnackt. Warte auf andere. Ja, wir gucken mal.
Also, fresh draußen. Höhle ist es jetzt nicht, aber... Moin! Die wunderbare Hitze der Brasserwüste. Durch sie fühle ich mich quicklebendig und stark. Wenn man doch nur leichter ans Wasser kommen könnte, würde ich für immer bleiben. Kannst du mir helfen? Ich besitze nicht viel, aber ich kann dir einen Teil meiner Überlebensausrüstung anbieten. Was führt dich zu mir? Ich brauche Schutz, ich brauche Ausrüstung, ich brauche Lagerplatz, ich brauche Kraft. Ich brauche... Du brauchst Kraft. Ich brauche Kraft. So. Was könnte ich einem Menschen beibringen? Ja, ich weiß, ich kann dir zeigen, wie du widerstandsfähiger gegen Fäulnismagie und Gifte wirst, sowie deine eigene weit stärker machst. Ich nenne ihn den Besessenheitssegen, Alter. Das ist der, den ich habe, halt. Ja. Attacke. Dann setz dich und schließ die Augen, ich werde dir helfen. Okay. So, die Übelkeit lässt bald nach. Oh, das war ziemlich anstrengend. Ich hoffe, der Besessenheitssegen wird dir von Nutzen sein, Mensch. Hier, ich hoffe, das hier hält dich in Sicherheit und am Leben. Ich komme auch ohne zurecht. Es geht mir gut, danke. Kann ich das auch machen? Das wäre geil, Alter. Nein, schade. Hier, also Besessenheit. Vollnes Schaden, vollnes Widerstand. Der Einsatz des Segen. Okay, geil. Man muss es halt aktivieren, ne? Das ist wieder ein. Ja. Weg. Aber. Vom Prinzip her wieder so ein Segen, ja. Einfach mal Giftresistenz. Also mir bringt es. Und vor allem, wenn mich nicht alles täuscht, bringt das Ding auch Resistenz gegenüber der Verderbnis. Ah! Oh! Das ist dann wirklich ein starker Skill. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich kann mich irren, aber wenn mich nicht alles täuscht. Ah, gefährliches Halbwissen, ne? Okay, gut.